Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Commander Cronverts Reise nach Iota Persei. So, ich bin jetzt in der nächsten Station angekommen und in Axionov. Ich kann das immer noch nicht aussprechen. Und habe ein bisschen Geld dazu bekommen und will natürlich meine Reise irgendwie fortführen. Und um dort schneller hinzukommen, muss ich natürlich mein Schiff upgraden. Und ich habe jetzt hier, wie ihr schon seht, ich habe die kompletten Waffen, habe ich alle rausgenommen. Ich finde, Schafflonzer, Heatsink, das brauche ich alles gar nicht. Das gibt mir nur zusätzliche Masse. So, zusätzliches Gewicht. Und durch zusätzliches Gewicht komme ich nicht so weit. So, ich habe die Mini-Hardpoints jetzt einmal rausgenommen und kann jetzt fast 9 Lichtjahre weit fliegen. Wie ihr seht, die sind kostenfrei. Und hier unten in der Ecke 8,52, wenn ich die halt draußen habe, also jetzt einsetzen würde. Und 8,95, das ist schon mal super. Deswegen lasse ich die draußen. Da ich eh nicht am Kämpfen bin und nur am Scannen, ist das eigentlich perfekt. Zusätzlich, ich muss ja auch schneller irgendwo hinkommen. Frameshift Drive. Moment, ich habe schon mal was geupgradet. Hier, den Power Distributor. Den habe ich geupgradet. Das war der Standard. Und dann hier einfach, um ein bisschen mehr Energie zu haben. Weil ohne Energie läuft nichts. Und falls ich irgendwann mal auf längerer Strecke irgendwie mal Durst haben sollte, Durst nach Sprit, habe ich mein Schild auch komplett runtergenommen und habe dafür ein Fuel Scoop eingebaut. Was das macht, ist, wenn ich in der Nähe einer Sonne bin, dann tanke ich quasi die Energie der Sonne und das füllt dann meinen Energietank auf, damit ich dann wieder weiterfliegen kann. Super hilfreich sowas, aber es dauert halt ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall ein Must-Have, gerade wenn man auf längeren Strecken ist. Und wie gesagt, da ich ja eh nicht schieße, keine Schilde brauche und einfach schnell von A nach B möchte, Fuel Scoop, das brauche ich. Ich brauche kein zusätzliches Gewicht, das muss alles raus. Den Discovery Scanner ist klar, den brauche ich auf jeden Fall. Sensors, die Sensoren, die könnte ich vielleicht nochmal upgraden. Das wäre auf jeden Fall ein Upgrade wert. Den habe ich nämlich schon verbaut. Weniger Masse, 1200, das ist eigentlich auch cool. Und ich komme sogar weiter. Das ist ja noch geiler. Aber ich habe gesehen, Frameshift Drive. Hier. Damit komme ich weiter. Guck mal, von 8 oder fast 9 Lichtjahre auf fast 11 Lichtjahre. Das ist super. Ich habe auch noch genug Energie zur Auswahl. Weil hier ist meine maximale Megawattanzahl an Energie, 6,4 Megawatt. Zurzeit habe ich, wenn es unter normaler Benutzung, 3,74, weil ich die Waffen natürlich rausgenommen habe. Und seht ihr hier, ein bisschen mehr Energieverbrauch, aber weniger Masse. Insgesamt weniger Masse. Dadurch komme ich weiter. Das ist super. Deswegen, da geht jetzt zwar mal eine halbe Kohle für drauf, aber Geld ist da, um es auszugeben. Confirm. Supi. Und wo wir gerade schon mal dabei sind, die Sensoren. Oh, schau mal hier. Das ist eigentlich voll der Downgrade. Verstehe ich nicht. Egal. Dann einmal hier mit. Dann komme ich 11,2 Lichtjahre. Das ist ja noch geiler. Rein damit. Bestätigen. Bam. So. Also Frameshift Drive, Power Distributor und Sensors geupgradet und noch ein Fuel Scoop. Eigentlich kann mir da meiner Reise jetzt nichts mehr im Wege stehen. Ich habe aber auch schon letzte Mal bei der letzten Episode, nach der Episode zumindest, habe ich geguckt, ob ich irgendwas verkaufen kann. Eigentlich nicht. Das heißt, ich kann hier ein bisschen Kohle machen halt irgendwie. Das ist nicht so viel. 2,6. Dann haben wir hier nochmal, ja, ca. 4.500 Credits oder sowas. Dann bin ich wieder bei 9. Naja, geht. Und im Bulletin Board habt ihr ja gerade schon gesehen,
Hier ist nichts für mich. Hier muss ich irgendwas Illegales machen. Naja, ich weiß es nicht. Rebel Transmissions einsammeln. Da ich ein großer Star Wars-Fan bin, würde ich ja jetzt in diesem Moment für das Imperium arbeiten. Aber das finde ich nicht so gut. Obwohl das Imperium schon verdammt cool ist. Available but unobtainable. Quantity 5. Und die Fraktion vertraut mir nicht genug. Ist ja klar, ich bin auch viel zu weit weg. Okay, dann machen wir mal Exit. Ich habe mir schon die nächste Route rausgesucht. Und zwar hier, Alrei. Wo haben wir es? Ist es denn noch ausgewählt? Oder hat sich das jetzt schon wieder... Nee, schon wieder. Ich muss auf jeden Fall in diese Richtung. Da hinten hin. So, hier. Pose neu oder sowas. Deswegen fliege ich jetzt einfach mal hier oben weiter. Hier zum Beispiel Exploration Data Dubai. Vielleicht finde ich ja noch was. Oder halt hier oben. Das sieht auch super. Delta Equilae. Das klingt ja schon wieder total geil. Ich fliege einfach mal hier hin und dann muss ich, glaube ich, hier rüber. Mal schauen, was passiert. Auf geht's. Aufgetankt hatte ich auch schon, glaube ich, ne? Ja. Das sollte man so oder so immer machen. In dem Moment, wo man an einer Station landet, gleich auftauchen. Da gleich auftanken. Guck mal, da ist noch einer. Ship released. Engines engaged. So, und es gibt auch eine Regel in Stationen. Diese Regel besagt, wenn man rein oder rausfliegt, immer der Ampel folgen. Das heißt, hier auf der Seite rausfliegen und dort auf der Seite auf keinen Fall. Dazu sind die Ampeln da. Guck mal, da kommt schon einer angeflogen. Oh, und der fliegt direkt durch die Mitte. Willst du mich rammen? Ich hoffe nicht. Kann auch ein NPC gewesen sein. Schönes Schiff übrigens. Und da kommt noch einer. Der macht's richtig. Seht ihr? Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. So, ich habe auch schon, ich glaube es, ja, siehst du, das scannt mich schon wieder einer. Navigation, ich möchte, hier, Alrei-Sektor, bam. So, da bin ich schon hin, ich muss aber einmal da, Landing Gear. Solche kleinen Automatismen muss ich mir einfach noch merken. So, Mass Lock ist raus und auf geht's. Ist immer so spannend hier. Aber das würde ja wieder Ewigkeiten dauern, um von A nach B zu fliegen. Ha. Vielleicht editiere ich die Episode. Mal gucken. Mal gucken. Also, wenn es, also die Strecken, die sind ja immer super kurz. Das dauert ja nicht zu lang, um dahin zu fliegen. Aber so diese Inzwischendurchstrecken, ich glaube, ich werde die mal rausschnippeln das nächste Mal. So. Gucken wir mal, was mein D-Scanner sagt. Directional Scan. Du hast Neues entdeckt. Nö, nichts Neues entdeckt. Das ist verdammt schade. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo mein nächstes Ziel lautet. Das ist ja das Gute. Da muss ich hin. Nochmal überprüfen, ob das korrekt ist. Ich bin ja schon im Alrei-Sektor. Warum bin ich denn noch weiter weg? Okay, gehen wir mal hier in die Map. Da war nichts für mich. Okay, warte mal. Ich komme. Ich will ja nicht zurückfliegen. So. Genau. Ich bin hier und will dahin. Ja, schon klar. Schon richtig. System available. Plot route. Von da bin ich jetzt gerade. Genau, da will ich hin. Alles gut. Ach, scheiße. Schon wieder falsch. Dahin. Und gib ihm. Friendship Drive charging.
denke auch, als Entdecker hat man irgendwann gar nicht mehr so viel zu entdecken, weil das Spiel ist neu. Es fliegen super viele Leute im Moment einfach rum. Vielleicht ist es... Alter! Geil! Boah! Das gucke ich mir noch mal an. Unexplored. Wahnsinn! Das ist ja krass. Was haben wir denn hier? Brown Dwarf. Großartig. Großartig. So, dann haben wir hier aber auch schon alles gefunden. Und viel gibt es in dieser Station nicht. Okay, dann mal wieder zurück. Ich habe jetzt gesagt, ich bin jetzt hier Allrei. Genau, hier. Da wollte ich hin. Hier ist eine Menge los. Genau. BD. Fliegen wir doch erstmal dorthin. Und schauen mal, was uns dort so erwartet. Es bringt ja auch nichts, in die System Map zu schauen. Oder? Nee, da gibt's nichts. Ui, da war die Maus noch an. So, was haben wir denn hier? Interessant, interessant. Okay, schauen wir uns nochmal hier an. Gibt es hier irgendwie Stationen oder sowas? Keine Station. Nichts. Dann gehen wir nochmal zurück. BD. So, wie gesagt, wir müssen uns immer merken, wo wir hin müssen. Wir müssen irgendwo hier Barnard's Loop, Orion, Nebula. Irgendwo dazwischen. Hier so diese Richtung. Mal gucken. Mortar. Wir sind hier direkt in der Mitte. Aldebaran. Ich muss ja immer an Star Wars denken. So, aber trotzdem würde ich gerne wissen. Widget Nebula. Trotzdem würde ich gerne wissen. Iota Persei. Ob ich jetzt meine Strecke dorthin planen kann. Weil es ging. Alter, das gibt's doch nicht. Das ging doch schon mal. So, ich springe dann nochmal zurück. So kann man zumindest mal grob irgendwie auswählen, in welche Richtung man muss. Guck mal, da hoch. Hier, Capella. So kann ich mir merken, wohin ich will. Das heißt, ich muss einfach immer weiter nach oben und dann Richtung Capella fliegen. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Wo sind wir denn? Da sind wir. Nein, hoch. So ist viel einfacher. Okay, das heißt, wir müssen nach oben. Wo geht's denn hier nach oben? Ross, Ross, LHS, Wolf. Ja, ich glaube, hier Richtung Morta ist schon eine ganz gute Richtung. Dann springen wir mal noch einen weiter. Sprit reicht ja auch noch. Vielleicht kriegt ihr das doch irgendwann auch mal mit, wie ich dann mal in die Sonne fliegen kann, um mir Sprit zu tanken. Aber da ich im Moment ja fast knapp über 11 Lichtjahre komme, wird das auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Ich halte auf jeden Fall ein Auge auf meinen Sprit. Zumindest, wenn ich dann wieder in einem System lande, wo ich dann auftanken kann, werde ich das natürlich tun.
Seht ihr mal. Boah, und schon wieder eine. Dieses Spiel sieht einfach großartig aus. So, mal gucken, was du mir denn Schönes gibst hier. Irgendwas auf dem D-Scan. Auch nix. Unexplored. Auswählen. Das ist so spannend hier. Ja, System Map schauen. Auch nur. Hier gibt es ja gar nichts. Wahnsinn. Hm. Okay, dann geht's einmal weiter. Navigation. Oh, der nimmt es dann immer wieder raus. Egal, das macht nichts. Wir finden das schon. Was haben wir gesagt? Qual sagt hier, Richtung Capella müssen wir. Und immer weiter nach oben. Guck mal hier. Hier geht's hoch. LP, Rose, LP. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, pass auf. Dann Morta. Dann fliegen wir jetzt mal G. Hier ist... da... nix. Pisium-Sektor. Das ist halt alles schon entdeckt hier, ne? Zack. Das mit der Kohle wird schwierig hier auf der Ecke, ne? Tja. Aber ich glaube... wir müssen nach Morta. Det glaube ich auch da. Rude. Dahin. Jawohl. Hui. Schon wieder. Okay. So, umdrehen. Da müssen wir hin. Frameshift Drive charging. Es wird wieder spannend. Ich denke mal, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.